So, weiter geht's mit Need for Speed Rivals und wir machen heute weiter mit unserer Cop-Karriere. Und zwar 257 km erreichen und 16 km patrouillieren. Das heißt, wir fahren einfach nur ein bisschen durch die Gegend und ja, mehr machen wir nicht. Gut, dann starten wir mal. Heute machen wir mal wieder ein bisschen Cops. Heute sollen wir ja nur 257 km erreichen und diese 16 km patrouillieren. Also das ist jetzt das größte Problem. Lass sich wirklich nur sinnlos durch die Gegend fahren. Das ist aber mit so einer der leichtesten Speedlists. Zentrale 1151 an meiner Einheit. Bitte Code 3 und Verstärkung. Over. Verstanden. Code 3 genehmigt. Flecken 6 schließt sich an. Ja, erreicht die 257. Control, verdächtiges Fahrzeug ist weg. Und jetzt geht's wirklich nur rein darum, abzuarbeiten, abzufahren. Und nichts zu tun. Das ist halt so, meiner Meinung nach, langweilige. Wir haben keine Verfolgungstechnologie, wir haben ja nichts. Ah, genau, wird da Mist nur Zentrale hat den Code 3 Verdächtigen in Sicht. Schließe mich Einheiten an. Over. So, wir haben jetzt fast 6 Kilometer durch. Ziel verloren. Er ist weg, Zentrale. Verstanden. Alle Einheiten. Verfolgung gescheitert. Sucht nach geflüchtetem 1044. Starte Patrouillenfahrt auf Eastwood Drive. Na, ich versuche jetzt gerade mal ein bisschen zu verfolgen, ein bisschen Fun jetzt reinzubringen in diese, ja, etwas langweilige Speedlist, aber mal gucken, was danach kommt. Viper da vorne. Nur der hatte mal mitbekommen, der Kollege. Boah, der hat nichts mehr erfahren. Den knall ich mir noch jetzt. Komm, das ist meiner. Der Einsatz ist abgeschlossen. Wir haben den Verdächtigen. Verhaftung durchgeführt. Jetzt gehen Sie vom Gas. Das war jetzt einfach mal ein
sehr, langweiliger. Der hat mal einen schön mitbekommen auf die Seite. Klatsch, den hat auch nicht. So, da haben wir schon mittlerweile fast 15 Kilometer durch, also wir haben jetzt nicht mehr viel. Hier vorne ist die Polizeistation. Oder Kommandopost, wie auch immer. Ich bleibe jetzt hier ein bisschen auf der Straße, dann kommen wir nämlich direkt. Drehe ich mich kurz um und komme wieder quasi zurück, weil wir haben es jetzt gleich geschafft, 300 Meter noch, und dann gehört uns die Speedlets. Also wie gesagt, das ist der einfachste Teil gewesen, deshalb wieder das jetzt lange rumfahren jetzt. Aufgabe abgeschlossen, das gefällt mir noch am besten. Und dann gehen wir an den Kommandoposten und ja. Rang erhöht, neue Verfassungslinie, neue Wagen verfügbar. Und was haben wir bekommen? Ein Lexus auf jeden Fall. Ein Lexus LFA. Und da sind wir Kapitel 5. Schurker. Wir wollten nach den Regeln spielen. Und was hat es gebracht? An der Straßenecke wie Hunde angekettet, dem Spott der Racer ausgesetzt. Wir verließen uns auf unsere Einigkeit, Brüderlichkeit, Ehre und glaubten, dass in einer gerechten Welt die Gerechtigkeit siegt. Wollen wir gewinnen, müssen wir nach neuen Regeln spielen. Unser Feind operiert ohne Gesetz. Auch wir müssen das. Wir werden ihre Welt infiltrieren. Wie einsame Wölfe im Schafspelz. Die Polizei hat viele ihrer Wagen konfisziert. Sie stehen auf dem Abschlepphof. Jetzt werden sie zu unseren Waffen. Die Racer werden uns für ihre Rivalen halten. Aber wir sind ihr Ende. Die Racer sind verantwortlich, nicht wir. Cool. Auf der Streife müssen wir uns den Wälzer verhaften. Arthas bleibt. Wir sollten kämpfen. Die Racer sind. Wir werden unsere Rache bekommen. Gut, dann nehmen wir den mit. Ich bin auf ein aktuelles Fahrzeug beschränkt. Das ist ein Ferrari. Aha, Enzo. So, wir sollen uns den Wälzer verhaften. Was machen wir denn als erstes? Einsatz. Machen wir den Interceptor. Da kriegen wir ein bisschen am meisten hin. So. Verdächtiger Racer wird dringend gesucht. Alle Streifen. Verhafte den Racer. Wir brauchen ihn nur verhaften. Wir brauchen ihn nicht auf Gold zu fahren.
Hala. Den hat er gekriegt. Oh, der Kollege steckt zurück. Ha? Vergiss es, mein Freund. Was denn? Du drehst um. So geht das aber nicht. Das war Nummer 1. Verdächtiger wurde sehr gut neutralisiert. So, fehlen noch 9. Da ist einer. Hallo, ich bin einer von euch, Kollege. Das ist mein Racer. Das waren Nummer 2. Fehlen noch 8. Das ist der nächste. Das war Nummer 3. Ich brauche mal dringend eine Tankstelle. Ich muss meine Waffen ein bisschen aufladen. Hat er noch reingekriegt? Nimm mal dein scheiß Kopter, Auto da weg. Danke, du Arsch. Jawohl, hab ihn. So. 4 haben wir weg. Fehlen noch 6. Ich habe kaum noch Waffen. Die hole ich mir jetzt wieder. Jetzt. Ich habe die zweite noch hinterher gekriegt. Die Spitze mir. Scheiße, EMP klappt nicht. Geh mal weg mit dem, komm. Ach, geh mal weg da. Jawoll, der hat noch einen mitgekriegt. Treffer, versuche jetzt die Fest. Alle Einheiten, ziehe schnell, stoppen verhaften. Und das war's. Verdächtige ist fahrunfähig, brauchen Schlepper und Räumdienst. So, Hälfte haben wir. Patrouillenfahrer auf Redwood Heights.
Ach, macht das Spaß. Ich liebe es, Kopf zu spielen. Da vorne ist wieder einer. Warte mal. Ich meine, das geht schnell. 10 Racer sind schnell verhaftet. Scheiße. Wenn man nicht solche Dinge bringt. Zentrale, können uns andere Einheiten helfen? Alle Einheiten, Hilfe ist unterwegs zu euch. Da ist einer. Aber den hat er noch gespielt. Den habe ich jetzt. Keine Sorge, kommt, das mache ich schon. Der kann fliegen. Nummer 6. Fehlen noch 4. Klong. Noch einer hat er gekriegt. Hab ich den? Ja. Weg da, das ist meiner! So, 3 noch. Interessiert sich der Kopf gerade für mich? Nein. Oder? Ah, geh doch mal weg mit deiner Mühle. Ist gut, dass wir kriegen richtig schöne Speedpoints dadurch. Die ganzen Speedpoints von den Jungs noch mitbekommen. So, 3 fehlen noch. Da vorne ist schon der nächste. Komm, dann muss man so mit einer die Jungs. In diese. Und noch einen hinterher gekriegt. In den 7P rein kommt noch die. Oh, das ist alles. So, fehlen noch 2. Geh mal weg mit deinem Auto. Ich hasse das für die Mücken. Ich hoffe halt. Was auch immer du gerade versuchst da hinter mir. Denkst du bestimmt, ich bin Racer. Jetzt gerade nicht. So, 2 Stück noch. Und da vorne. Zwei Stück fehlen mir noch. Komm, probieren wir es mal mit der gleichen Variante wie eben. Komm her.
Ja, die leider nicht. Puh, Störsender. Erledigt. Noch einer. Und da hinten ist der letzte hoffentlich. Der hat aber auch richtig gesessen, der Wagen. Der hat... Oh, den hat aber richtig schön gezogen noch. Der hat mir schön aus dem BMP weggezogen. Und das war's, Leute. Gute Arbeit, Officer. Alle Einheiten zurück auf planmäßige Schleife. Dann geht's zurück zum Kontrollmandoposten jetzt. GPS, 6er Kommandoposten. 1,5 Kilometer weg. So, der Stufe 5 ist halt da vorne rumgeistert, den interessiert mich jetzt gerade, er hat sich gar wenig in der Stufe 2. Weil ich mache jetzt hier Feierabend. Dann sind wir durch. Habe ich bekommen, 74. So. Kapitel 6. Das Erscheinen eines Street Racers, der sich selbst Fate nennt, hat die von den Street Racern ausgehende Gewalt über Nacht explodieren lassen. FBI-Offizielle sagen, man stelle sich der neuen Bedrohung und sei gezwungen, alle Polizeieinheiten sofort aus dem eingeschränkten Dienst zu holen. Die besten dieser Fahrer werden für die Einheit VRT ausgewählt, das FBI Vehicle Response Team. Dieser Einheit wurde die Aufgabe übertragen, die Ordnung schnellstmöglich wiederherzustellen. Willkommen zur VRT-Kandidatenauswahl. Wir wollen nicht zu viele Cops hier im VRT haben. Wir kommen, wenn ihr versagt. Es gibt keinen mehr, der nach uns kommt. Wir nutzen neueste Methoden, um unsere Ziele zu finden und zu erledigen. Cops sehen Chaos und sorgen für Ordnung. Du lernst das Gegenteil zu tun. Du richtest für unsere Feinde Chaos an. Du wirst im Chaos aufblühen. Du wirst danach süchtig werden. Ich werde sein, was sie am meisten fürchten. Es ist Zeit, das Blatt zu wenden. Ja, ich werde sein, was sie am meisten fürchten. So, mit dem nächsten Auto kriegen wir Carrera GT. Und das heißt, wir machen das Ding, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Oder übernächsten.